So, liebe Leute, wir haben jetzt endlich unsere Koordinaten erreicht. 1022. Ups. Was war das denn? Das willst du nicht wissen. Okay. 1022 minus 76 wollten wir hin. Und hier sind wir schon bei 79. Okay, gut, das passt. Hier haben wir noch einen kleinen Raum gefunden. Der war nicht vorbereitet. Wirklich nicht. Bäh. Ja, ja, so, komm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Bis hierhin. Ja. Sauber. Mach ich da schon mal ein bisschen Licht hin. Ja, und ich hätte vielleicht noch dran denken können, ein bisschen Netherrack zu. Auch wenn du Netherrack brauchst? Obsidian mitzunehmen, meinte ich. Ich habe auch mein ganzes Inventar voll. Ja. Und noch 6,5 Spitzhacken übrig. War das hier mit dieser kleinen Schlucht? Kann die weg oder? Wie du willst. Komm, werde ich von Netherrack los. Ja, gut. Ich gehe nochmal zurück und hol schon mal ein bisschen Obsidian. Jo, mach das. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Viel Spaß beim Zurücklaufen. Ja, danke. No, Mann, ey. Warte mal, hier mache ich mal zu. Ach komm. Das lasse ich so. Muss ja eh irgendwann mal wieder weg. Ja, unterwegs haben wir ein paar Höhlen gefunden. Und ja, kann man vielleicht mal später irgendwann noch erkunden. Aber so atembarom, das war da auch nicht. Ja, dann halt leer farmen, fertig. Ja. Ist ja kein Problem. So, ich weiß jetzt leider auch nicht, wie lang jetzt die Speed-Folge war. Also, ich habe meine ja ein bisschen nach dir angefangen. Ich glaube, meine war so 16 Minuten. Ja, es kommt da eben drauf an, wie schnell wir das ablaufen lassen und was wir da rausschneiden. Und ja, also ich weiß so von der Zeit erstmal grundlegend. Ja. Dass das ein bisschen länger wird, dann ist mir bewusst. Alter, ich glaube, ich nehme gleich noch ein paar Schienen mit. Wohl. Nee, das mache ich auf Cam. Ja, das ist ein ganz schön langer Gang. Ja. Soll ich schon mal die Decke was anheben, oder? Ja, kannst gerne machen. Zwei, bitte. Mach ich. Dann fall ich schon wieder in Lava, ne? Ja. Echt? Nee, nee. Achso, ich hab schon gedacht, du hast wieder Lava gefunden. Nee, ich pass auf. Ja. Bin ja nicht so geistesabwesend. Noch nicht. Noch nicht, ja. Du bist ja auch demnächst mal weg, oder? Ja. Sogar dann, wenn es klappt, dieses Jahr dreimal. Dreimal? Mhm. Einmal auf Klassenfahrt nach Barcelona. Oh, cool. Für eine Woche. Dann mein Auslandspraktikum. 8 Wochen Teneriffa. Boah, 8 Wochen. Mhm. Hab ich hart für gekämpft. Ja, das glaube ich. Ich habe mir die Folgen angeguckt, in denen du Englisch gesprochen hast. Ja. Ja. War schon lustig. Aber ich meine, hier, Übung macht den Meister. Ja, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht in Englisch, bin ich ehrlich. Ich stehe in Englisch momentan Platz 2. Aber, naja. Naja, gut, das Sprechen, das kommt mit der Übung. Ja. Das kommt mit der Zeit. Ja, und dann wahrscheinlich noch so Mitte, Ende des Jahres nochmal eine Woche nach Frankreich. Mein lieber Mann. Mhm. Ach so, liebe Leute, der Dosch und ich, wir haben auch ein Projekt geplant. Ach, stimmt. Ja, da war ja was. Sauber. Oh je. Ihr wart, eins haben wir das Grüßen. Mhm. So ungefähr, ja. Ja, müssen wir halt mal gucken, wie wir das dann machen. Ja, und vor allem wann. Ja, Teneriffa und so, ne? Mhm. Aber das ist ja noch was bis Teneriffa hin. Ja, ja. Und ich glaube, wäre das für dich ein Problem, wenn wir das mal notfalls pausieren würden? In was? Wenn man das Projekt mal notfalls mal pausieren würde, wäre das für dich ein Problem? Nö, eigentlich nicht. Ja, da kann man ja mal schauen. Ja, also es wird auf jeden Fall nach Mission Alternate kommen, weil im Moment 4 Projekte habe ich am Laufen. Das Vanilla Sky Factory, was ja auch demnächst auslaufen wird. Aber da ist ja schon das Folgeprojekt geplant. Bin ich auch mal gespannt drauf. Ich auch. Und dann eben noch Mission Alternate. Ne, habe ich schon gesagt, gell? Ja, Mission Alternate, dann kommt Mission Alternate. Ja, und dann nochmal Mission Alternate. War das eigentlich mit Mission Alternate? Achso, ja, das läuft auch noch. Ah. Ja. Ne, Dings, Gedöns, wie heißt es? Ja. VLT. Ah. Ja, aber da komme ich wirklich im Moment gar nicht dazu. Das kommt viel zu kurz. Okay. Ist echt schade. Ganz kurz, Decke Stormbreaks. Ja, yep. Hast du noch dabei oder was? Ich habe noch 23, hatte mir eben ein paar gemacht fürs Hochsecken. Ah, okay.
Salat, den tue ich raus und den tue ich dann rein. Eieieiei. Ah, so ein bisschen konnte ich machen. So. Ich schätze mal, du willst den Raum ein bisschen symmetrisch haben, ne? Ja. Aber du kannst ihn ruhig drei breit lassen, weil das Tor wird auch drei breit. Dann muss ich gerade schauen, da müsste das eigentlich noch ein das, zur Seite. Der Gang ist ja auch drei breit. Ja, ja, weil also momentan. So wie es jetzt ist. Ja. Ja. Ja, nee, du. Ja, also so wie es momentan ist, ist links und rechts sind drei Blöcke. Dann müsste ich eigentlich mal eins nach rechts oder nach links. Ja, je nachdem, wie du eben stehst, ne? Ja. Mhm. Ja, mach ich mal gerade. Kenn ich das Problem. Das ist immer geil, wenn ich mit meiner Freundin fahre. Ja, jetzt musst du links. Nee, das andere links. Oder aber das ist nicht das Problem von meiner Freundin, sondern von mir. Ja, das kenne ich auch. Ach je.